Ja, die USA wollen mit anderen Ländern über einen möglichen Boykott der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking sprechen. Sie werfen China Menschenrechtsverletzungen vor. Hilfsorganisationen zufolge sind in einer chinesischen Provinz mindestens 1 Million Uiguren und Angehörige anderer muslimischer Minderheiten in Haftlagern eingesperrt. Schon 1980 hatten die USA Olympia boykottiert, damals in Moskau.